Heute wollte ich normalerweise ein paar Game-Videos machen zu dem Spiel Alice Madness Returns. Heute ist der 10.6. und ich habe meine Version heute schon im Briefkasten gehabt. Jo, nur leider geht es nicht, weil das braucht eine Online-Aktivierung. Und ja, da steht dann halt, dass ich das jetzt noch nicht aktivieren kann, sondern erst am 16. um 0 Uhr. Gut. Dafür gibt es halt ein bisschen was vom, ja, von der Spieleverpackung zu sehen und was da überhaupt drin ist. Es ist nicht viel drin, aber ich zeige erstmal kurz ein paar Bilder einfach. Das ist dann jetzt hier die Vorderseite. Die Rückseite. Wir alle hier sind verrückt. So. Mal gucken, ob wir ein bisschen näher rangehen können. Steht hier auch nochmal drauf, das ist eine Online-Aktivierung. Also man muss halt eine Internetverbindung haben, damit man das aktivieren kann. Gut. Machen wir es einfach mal auf. So, Spiele-CD und zwei Zettelchen. Das eine ist für einen Shop, da kann man sich T-Shirts kaufen oder irgendwas. Ja, und dann auch noch Gewährleistung, kleines Zettelchen noch. Auf der anderen Seite ist der Key. Den zeige ich jetzt logischerweise nicht. Das war's auch schon. Leider keine Game-Videos. Einfach mal kurz die Verpackung gezeigt. Ja, wie gesagt, am 16. kann man das freischalten. Vielleicht auch schon früher. Wenn es früher ist, dann werde ich natürlich dazu auch gleich ein Video machen und ein paar Gameplays hochladen. Gut, dann sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal und tschüss.